Er hat einen Lauf mit Real Madrid, Zinedine Zidane, zuletzt 6 Siege in Folge. Die Brust ist breit, auch dank Karim Benzema, der in 4 der letzten 5 Spiele getroffen hat. Heute gegen Elche, der Aufsteiger, großer Außenseiter. Real in den dunklen Trikots, kommt gut ins Spiel. Toni Kroos mit der ersten Aktion, gerade mal 3 Minuten gespielt. Sein Kopfball geht knapp am langen Pfosten vorbei. Elche seit 8 Spielen nicht mehr gewonnen. Rigoni gegen Marcelo. Der Schuss ist gut. Die Parade von Courtois noch besser. Schneller Move von Rigoni und der hätte gepasst, wenn Courtois nicht aufgepasst hätte. Wir nähern uns der Viertelstundenmarke. Das ist Kroos. Und dann kommt der Schuss von Marcelo an die Latte. Elche kriegt den Ball zunächst einmal nicht raus. Benzema nochmal mit dem Versuch. Aber Marcelo rettet letztendlich für Elche. Ja, der Blick nach oben wäre sein erstes Saisontor gewesen. Aber ganz deutlich der Ball von der Latte vor die Linie. Elche mit Problemen im Spielaufbau. Immer wieder Ballverluste in der eigenen Vorwärtsbewegung. Dadurch Räume da. So wie hier für Asensio. Und Modric hellwach nimmt den Abpraller von der Latte. Zunächst noch gut gehalten von Edgar Badia, der noch dran ist. Aber dann Modric mit dem Kopfballtor. Luka Modric. Die letzten 18 Tore hat er alle nicht per Kopf erzielt. Hier der starke Schuss von Asensio und Modric, der den Kopfball dann super platziert. Hochverdiente Führung für Real Madrid danach. In der ersten Halbzeit allerdings nicht mehr viel. Wir springen in die zweiten 45 Minuten. Eine der wenigen Standardsituationen von Elche. Gut geschlagen, ein lauter Schrei, ein noch lauterer Pfiff. Es gibt Elfmeter für Elche. Barragán ist am Boden. Wir gucken da mal ganz genau hin, was da passiert ist. Der Körperkontakt ist da, da wird gezupft und gedrückt. Klare Aktion von Daniel Carvajal. Fidel am Elfmeterpunkt. Courtois ahnt die Ecke, aber der Elfmeter ist zu gut geschossen. Und auf einmal steht es 1:1. Kurze Verzögerung und nichts zu machen für den langen 1,99 Meter großen Belgier im Kasten von Real Madrid. Und Elche jetzt auf einmal komplett in der Partie. Räume sind da. Da ist Boyer. Boyer gegen 3, sogar gegen 4. Sein Schuss aus der Drehung streichelt am Ende den Pfosten. Der 24-jährige Argentinier El Toro, nennen sie ihn. In der Szene kann man erahnen, warum. Mit dem Kopf ein bisschen durch die Wand und beinahe zum 2:1. Die Reaktion von Real Madrid, 70. Spielminute. Carvajal mit der Gelegenheit, seinen Fehler wieder gut zu machen. Aber Edgar Badia, klasse reagiert auf der Linie, der 28-jährige Keeper im Kasten von Elche. Logisch, Real Madrid jetzt die spielbestimmende Mannschaft. Aber die Zeit läuft langsam weg. Wieder Carvajal, Ramos, Sergio Ramos. Aber wieder Edgar Badia, der lange oben bleibt hier in dieser Szene. Sergio Ramos will den Ball oben drüber legen. Und da ist er da, der Spanier. Nur noch eine Mannschaft spielt jetzt, aber die Uhr gnadenlos. Benzema nach der Vorarbeit von Modric. Das Timing fehlt hier. 6 Meter vor dem Tor wäre da mehr drin gewesen. Dann in der Nachspielzeit. Elche mit der Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Courtois verhindert es nach dem tollen Freistoß von Verdú. Und das war's dann. Real Madrid verliert wichtige Punkte auf der Jagd nach Atletico Madrid. Und Elche macht einen ganz, ganz wichtigen gegen den Abstieg.